jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend. Als gestern Abend die Meldung kam, dass sich ausgerechnet im Bundesverfassungsschutz ein Maulwurf eingenistet hatte, der einen Terroranschlag möglicherweise in dieser Zentrale vorbereitete, war die erste Frage, wie ernst die Bedrohung ist. Heute kommen Details über den Maulwurf ans Licht, haarsträubende Details. Und plötzlich ist die Frage, wie ernst die eigene Abwehr der Verfassungsschützer noch zu nehmen ist. Thomas Daniel. Es beginnt mit einer normalen Bewerbung beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein Mann wird eingestellt, der als Teil eines Teams die gewaltbereite salafistische Szene beobachten soll. Monatelang arbeitet er unauffällig. Ein 51-jähriger deutscher Staatsbürger, verheiratet, mehrere Kinder, seit April im Dienst des Amtes. Dann chattet er, wie er glaubt, mit einem Islamisten, erklärt, er könne helfen. Ein Anschlag sei sicher im Sinne Allahs. Doch der Chatpartner ist kein Islamist, sondern ein verdeckter Ermittler. Der sorgt für die sofortige Festnahme. Es war die professionelle Arbeit der Kollegen, die im Bereich islamistischen Terrorismus nach Personen schauen, die auffallen, die sich auffallend auch islamistisch äußern. Und er ist da aufgefallen. Wichtig ist Sorgfalt bei der Einstellung. Da habe ich bisher keine Hinweise, dass das nicht sorgfältig erfolgt ist. Und auch eine interne Qualitätssicherung, das macht jeder Nachrichtendienst. Also keine Fehler. Der Amtschef muss viele Fragen beantworten, etwa ob der Mann nicht nur zufällig aufflog. Die Opposition sieht Versäumnisse, kann die aber nicht genau benennen. Noch wisse man zu wenig. Das ist wirklich äußerst gruselig. Das kann man sich in seinen schlimmsten Träumen eigentlich nicht vorstellen, wenn ein solcher Weg für Islamisten offen sein sollte, in das Bundesamt für Verfassungsschutz. Eine Sicherheitsüberprüfung der höchsten Stufe soll eigentlich diesen Weg versperren. Monatelang werden dabei der Bewerber selbst, ihm nahestehende Personen, Nachbarn, frühere Arbeitgeber und Vermieter überprüft, so auch diesmal. Konkret hieß es, 5 Referenzpersonen seien befragt worden. Nichts fiel auf, nicht, dass der Mann zum Islam konvertiert war, auch nicht, dass er als homosexueller Pornodarsteller gearbeitet hatte. War er wirklich gefährlich? Ich bin ein bisschen noch hin und her gerissen, ob es sich bei diesem Fall um einen Islamisten handelt oder um eine labile Persönlichkeit. Aber wir sind uns sicherlich einig, dass beide Personentypen bei einer wichtigen Sicherheitsbehörde nicht zu suchen haben. Die Sicherheitsüberprüfungen sollten verbessert werden, meint er. Wie genau? Das bleibt heute unklar. Klar nur, wie unterschiedlich vor allem Union und Linke den Fall beurteilen. Es war beim besten Willen keinem erkennbar, dass es sich hier offenbar um einen Islamisten handelte. Das ist eine neuerliche, gravierende Panne beim Verfassungsschutz. Die Eigensicherung hat ganz offenkundig versagt. Trotz seines Lächelns kein schöner Tag für den Verfassungsschutzpräsidenten. Gut nur, dass es offenbar noch keine konkrete Gefährdung gab und dass wohl auch keine sensiblen Informationen verraten worden sind. Zur europäischen Innenpolitik. Der nächste Sonntag wird ein Seismograph sein. Bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich wird Europa schon mal spüren, wie die Schockwelle des Sieges von Donald Trump hier durchschlägt. In der Regel machen wir ja nach, was Amerika vormacht. Und dann ist die Frage, was wird dann stärker sein? Die Angst vor einem europäischen Trump oder der Rückenwind seines Sieges für europäisch-national eingestellte Alles wird anders, Versprecher. Österreich wählt am Sonntag im 3. Anlauf einen neuen Bundespräsidenten. Da ist kein Trump-Typ im Rennen. Aber gegen Establishment und Heimat Österreich über alles, Donald Trump würde im FPÖ-Mann Norbert Hofer schon Verwandtes erkennen. Eva Schiller berichtet. Öffentliche Auftritte der Präsidentschaftskandidaten sind rar in diesen Tagen. Kein Wunder, alles scheint gesagt im Wahlkampf, der sich nun seit fast einem Jahr dahinschleppt. Wo Inhalte wenig zählen, geht's den Kandidaten vor allem um ein bestimmtes Bild. Der grüne Van der Bellen tritt möglichst präsidial auf. Und er will den Heimatbegriff von den Rechten zurückerobern. Dafür steigt er auf Berge und trägt plötzlich Janker. Was stimmt? Ist, dass sich viele in der politischen, sagen wir mal, Kaste dieses Landes jahrelang daran gewöhnt haben, dass der Heimatbegriff nur von der FPÖ verwendet wird. Mir ist es bis da gestanden. Rechtspopulist Hofer versucht, so wenig radikal wie möglich zu erscheinen. Dass er das rechte Gedankengut der FPÖ mitgeprägt hat, lächelt Hofer einfach weg, umwirbt die bürgerliche Mitte. Wir dürfen
meine Damen und Herren, die Welt nicht den Marxisten, Kommunisten oder den Grünen überlassen. Doch ein neues Thema ist gefunden. Im x-ten TV-Duell stritten die beiden über die Flüchtlingspolitik der deutschen Kanzlerin. Wenn Ihr Parteichef Heinz-Christian Strache Frau Merkel als die gefährlichste Frau Europas bezeichnet, dann frage ich mich, das ist förderlich für die Beziehungen aber zwischen dann, Österreich und Deutschland? Nein, sage ich. Im Bereich der Flüchtlingspolitik hat sie tatsächlich Europa erheblichen Schaden zugefügt. Es wurden tausende Menschen über das Meer gelockt, Menschen, die auch oftmals Wirtschaftsflüchtlinge waren. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ansonsten findet der Wahlkampf vor allem im Netz statt, schön schmutzig. Die Anhänger beider Lager stellen gerne Hitler-Vergleiche an. Die FPÖ versucht, Van der Bellen als kranken, vergesslichen alten Mann abzustempeln. Und das Van der Bellen-Team warnt mit der Videobotschaft einer Holocaust-Überlebenden vor Hofer als Präsidenten. Das Niedrigste aus dem Volk, aus den Leuten herausholen, nicht das Anständige, sondern das Niedrigste. Und das war schon einmal der Fall. Wer wird am Ende mehr Wähler auf seine Seite ziehen? Keiner wagt es noch, Prognosen anzustellen. Österreich ist in zwei Lager geteilt, die sich nach 11 Monaten Dauerwahlkampf unversöhnlich gegenüberstehen. Na, hundertprozentig Hofer. Der Hofer ist Rassist. Aber dass wir alle aufnehmen und die Kriminalität ist so hoch ist, das gefällt mir gar nicht. Ich habe gewählt, um wirklich das große Übel zu verhindern. Irgendwie müssen wir wieder auf einen vernünftigen Weg zurückkehren. Und das wird uns mit dem Herrn Hofer meines Erachtens schwerer fallen als mit Herrn Van der Bellen. Egal, wer am Sonntag die nächste Runde der Präsidentschaftswahl für sich entscheidet, den Riss, der durchs Land geht, wird so schnell keiner verschließen. Österreich hat seit Jahrzehnten kontinuierlich Erfahrung mit einer Partei, die das eigene Land an erster Stelle steht, Einfluss und Menschen von außen als latente Gefahr sieht und für komplexe Probleme ganz einfache Lösungen verspricht. Sowas gibt es in vielen europäischen Ländern. Die Forza Italia, die Nationale Front in Frankreich, UKIP in Großbritannien. In Deutschland überrumpelt der plötzliche Erfolg der AfD die etablierten Parteien. Wo kommt das her? Eine Studie der Bertelsmann Stiftung in allen großen europäischen Ländern findet jetzt eine ziemlich einheitliche Antwort. Diese Bewegungen profitieren von der Angst der Menschen vor den Folgen der Globalisierung. Eine grenzenlose Welt ist offenbar nur für Reisende ein vielversprechender Traum. Wenn zu viel von außen reinkommt, gehen die Visiere runter und die Brücken hoch. Andreas Postel findet das auch in der Nahaufnahme bestätigt. Grevenroda im Thüringer Wald, Heimat von Lutz Sauerbrei und seinem Sohn Marcel. Da unten in ihrem Tal haben sie das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen und Ängsten allein sind, dass ihnen niemand mehr zuhört. Vater und Sohn sind seit Jahren in der Gemeinde engagiert, betreiben hier ein Versicherungsbüro. Große Sorgen in einer kleinen Welt. Innere Sicherheit, Niedrigzinsen und besonders Altersarmut. Das ist ja kein neues Phänomen, das ist ja seit vielen Jahren bekannt. Und die etablierten Parteien haben es nicht geschafft, dass dagegen gesteuert werden konnte. Das stört mich also sehr. Beide, Vater und Sohn, waren Mitglieder der CDU. Beide haben der Partei mittlerweile den Rücken gekehrt. Ich hatte mich politisch engagiert, um etwas zu verändern, um etwas besser zu machen. Und 2015, wo dann, sage ich mal, diese Flüchtlingsbewegung kam und man kritische Stimmen geäußert hat, merkte ich, dass das nicht gewollt war. Grevenroda, 3200 Einwohner. Der Deutsche Gartenzwerg wurde hier erfunden, Symbol für Fleiß, Ordnung und Sauberkeit. Auch für die Sauerbreis ist da etwas in Unordnung geraten. Wenn Geld für Flüchtlinge da sei, sollte es für die Kinder doch auch da sein. Doch der Kindergarten im Ort wurde zu klein und jetzt gibt es Container und Wartelisten. Eltern haben das Problem, dass sie keine Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt werden, teilweise 10, 15 Kilometer fahren müssen. Und das kann doch in einem Land wie Deutschland nicht sein, wo wir doch auf die Zukunft der Kinder bauen. Der Bürgermeister von der Linkspartei kommt dazu und rechtfertigt seine Politik. Streit am Kindergartenzaun. Auch er rechnet die kleinen Probleme im Ort hoch auf die große Politik. Uns fehlen Steuereinnahmen, aber es interessiert ja oben niemanden, wie wir dann trotzdem zurechtkommen.
Beim Schimpfen auf die da oben sind sie sich einig. Die Linke verliert allerdings in Regierungsverantwortung Anziehungskraft. Die rechtspopulistische AfD bietet sich an als Protestpartei, hat eingeladen zum sogenannten Bürgerdialog nach Ilmenau. Ich bin 64 Jahre, habe mein Leben lang in alle Sozialsysteme eingezahlt, war nicht einen Tag arbeitslos. Was mit den vielen Geldern gemacht wird, wie unsere Steuereinnahmen sprudeln ja, da bin ich nicht einverstanden. Ich reduziere das nicht nur auf das Flüchtlingsproblem, sondern allgemeine Politik bin ich unzufrieden. Und genau bei dieser Unzufriedenheit knüpft Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke an. Er verspricht, dass mit ihm alles besser würde. Dass in der Thüringer AfD völkisch-nationales Gedankengut mitschwingt, nehmen die Sauerpreis in Kauf, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Ja, es gibt diese Strömung und man muss jetzt eben gucken, dass man versucht, das auf eine konservative, sachliche Ebene wiederzuführen und eben wegkommt von irgendwelchen, na, ich nenne das jetzt mal polemischen, radikalen Strömungen. Marcel Sauerbrei ist sogar in die AfD eingetreten. Sein Vater ist aber noch unentschlossen, ob er die AfD wählt. Den einen oder anderen Bürgerdialog wird es noch geben und dann werde ich mich zeitnah entscheiden. Sein Blick in die Zukunft ist voller Sorgen. Seine Stimme werden wohl diejenigen bekommen, die sich dieser Sorgen annehmen. Zum Tag. Kein Streik ist endlos. In den bei der deutschen großen Fluglinie könnte Bewegung geraten. Nach 6 Tagen Streik hat die Lufthansa ihren Piloten ein verbessertes Angebot vorgelegt. In 2 Stufen sollen die Bezüge um insgesamt 4,4% erhöht werden. Eine Einmalzahlung soll es geben, nicht geknüpft an weitere Bedingungen. Die Pilotengewerkschaft will den Vorschlag prüfen. Heute fielen noch einmal 890 Lufthansa-Flüge aus. Rund 98.000 Passagiere waren betroffen. An der Konzernzentrale demonstrierten hunderte Piloten für ihre Forderungen und stießen auf Gegendemonstranten. Das Lufthansa-Bodenpersonal fordert ein Ende des Streits. In Dresden hat die Polizei eine Razzia gegen die sogenannte Freie Kameradschaft durchgeführt. Der rechtsextremen Gruppe werden Übergriffe auf Asylunterkünfte in Freital, Heidenau und Dresden vorgeworfen. 6 mutmaßliche Neonazis wurden verhaftet. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt auch wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Bundesweit fehlen pro Jahr bis zu 350.000 Wohnungen. Um diesem Bedarf besser gerecht zu werden, hat das Bundeskabinett eine Änderung des Baurechts beschlossen. Damit darf in Städten künftig höher und dichter gebaut werden. Kommunen erhalten weitere Möglichkeiten, Baugelände auszuweisen. Und die Lärmobergrenze kann angehoben werden, um Wohnen in Gewerbegebieten zu ermöglichen. Der künftige US-Präsident Trump will sich komplett aus seinen Unternehmen zurückziehen und ganz auf die Politik konzentrieren. Der Schritt sei rechtlich nicht zwingend, erklärte Trump auf Twitter. Die Präsidentschaft aber die bei weitem wichtigere Aufgabe. Einzelheiten zu seinen Geschäften wolle er demnächst mit seinen Kindern bekannt geben. Hunderttausende nehmen in Kuba Abschied von Fidel Castro. Zu der zentralen Gedenkfeier in Havanna waren mehrere Staats- und Regierungschefs aus aller Welt angereist. Deutschland wurde von Altkanzler Schröder vertreten. Die Urne mit der Asche Castros wird nach einem Trauerzug quer über die Insel am Sonntag beigesetzt. Der Revolutionsführer war vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben. Deutschlands Innenminister tagten und sind sich einig, dass Ausländer ohne Aufenthaltsrecht, auch zum Beispiel, wenn sie erfolglos Asyl beantragt haben, konsequenter als bisher in ihre Heimatländer zurückgeschafft werden sollen. Gut 10 Monate vor der Bundestagswahl weht Geflohenen der politische Wind hierzulande schärfer ins Gesicht. Aber es ist ein langer Weg von politischen Beschlüssen wie heute bis zur Ausführung. Manchmal steht auch das Recht im Weg, so wie Gerichte das Recht sehen. Ein Beispiel, der sogenannte subsidiäre Schutz für Flüchtlinge aus Syrien. Seit dem Frühjahr bekommen sie meist nur den. Und subsidiär klingt nach Ramschware, nachgeordnet unvollkommen. Ist aber für den Einzelnen erstmal nicht so übel, wie es klingt. Er, meistens sind es Männer, ist für bis zu 3 Jahre sicher in Deutschland. Der größte Unterschied zum vollen Flüchtlingsschutz sind die Ungewissheit
und das fehlende Recht, Frau und Kinder nachzuholen. Und genau das war politisch gewollt. Aber wenn ein Flüchtling dann vor Gericht geht, dann geben ihm die Gerichte doch meist doch noch den vollen Schutz. Die politische Entscheidung geht ins Leere, berichtet Dorte Färbe. Mohammed ist erleichtert. Die Verwaltungsrichter in Düsseldorf haben entschieden, dem 18-jährigen Syrer gebührt der volle Flüchtlingsschutz. Ich finde es gut, weil so viele andere Leute warten auch auf dieses Urteil. Mohammeds Anwalt hat Dutzende solcher Fälle auf dem Tisch. Syrer, die vor dem Krieg geflohen sind, aber nur subsidiären Schutz bekommen haben. Das bedeutet, sie dürfen vorerst ihre Familien nicht nachholen. Mehr als 30.000 solcher Klagen beschäftigen gerade die Verwaltungsgerichte. Die Richter sind die einzigen, die, sofern der Gesetzgeber natürlich nicht tätig wird, die so eine Entscheidung korrigieren können. Der Familiennachzug für diejenigen, die nur subsidiären Schutz erhalten, ist ausgesetzt bis März 2018. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen, das ist mit Sicherheit ein Politikum. Über das Politikum entscheiden jetzt erstmal Verwaltungsrichter. Wie sicher ist Syrien für den Einzelnen? Wie sicher für Mohammed? Ihm drohe bei einer Rückkehr in seine Heimat politische Verfolgung durch das Assad-Regime, deshalb voller Flüchtlingsschutz. Der Fall hat Auswirkungen auf weitere Verfahren. Die Kammer geht ja davon aus, dass allen Rückkehrern nach Syrien Folter droht und sieht diese Behandlung als politische Verfolgung an. Ob in Düsseldorf oder anderswo, Verwaltungsrichter entscheiden oft zugunsten der klagenden Syrer und damit auch zugunsten des Familiennachzugs. Da ist die Bundesregierung alarmiert. Hebeln Richter die gerade verschärfte Asylpraxis wieder aus? Die Entwicklung stimmt mich in der Tat besorgt, stimmt viele besorgt, weil wir die Entscheidung ja sehr bewusst auch nach reiflicher Überlegung getroffen haben, was den Familiennachzug angeht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewährt seit Frühjahr vielen Syrern nur noch subsidiären Schutz, anders als zuvor. Das Problem dabei, die Lage in Syrien hat sich nicht geändert, wohl aber die Asylpraxis in Deutschland. Es war klar, dass das hier Politik nach dem Opportunitätsprinzip war. Man wollte die Zahlen reduzieren. Es ist dem Bundesinnenminister offensichtlich eine Herzensangelegenheit, dass das so erhalten bleibt. Aber ich glaube, die Oberverwaltungsgerichte werden sich die Sache noch mal sehr genau anschauen. Bislang hat nur das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein entschieden. Gegen die klagenden Syrer, gegen den Familiennachzug. Im Rest des Landes sind die Verwaltungsrichter weiter beschäftigt. Mit tausenden Klagen von Syrern und einer neuen Asylpraxis, die vor Gericht oft nicht standhält. Der Monat geht zu Ende. Es gibt neue Arbeitsmarktzahlen und sie sind schon wieder rekordgut. Die Zahl der Arbeitslosen geht verglichen mit November des letzten Jahres noch einmal um 100.000 zurück. 5,7% die Quote. 5,7, das ist der Durchschnitt. Und wie immer, wenn große, vielschichtige Situationen in Durchschnitte gepackt werden, wird Lebenswirklichkeit verschleiert. Sylvia Blessmann berichtet aus dem größten Landkreis Deutschlands, von der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist die Arbeitslosigkeit bei fast 11%. Sie wird in den nächsten Jahren wohl halbiert, aber das ist nicht unbedingt gut. Eher ein Zeichen für ein Problem. Es ist noch ein ungewohntes Bild. Ein Afrikaner im Boot der Müritzfischer. Seit 6 Wochen hilft der Mann aus dem Senegal den Mecklenburger Fischern, Zander und Hechte aus dem See zu holen. Die Leute werden knapp, vor allem die jungen Weißfischer Zillmann. Er macht sich Sorgen um die Zukunft. Zurzeit hatten wir noch genügend Lehrlinge, aber in diesem Jahr haben wir auch bloß einen bekommen, wo wir 3 bis 4 haben wollten. Aber das wird schon sehr schwierig. Gefischt wird auf der ganzen Welt. Und Sidat ist froh, dass er hier gebraucht wird, denn er ist Fischer von Beruf. Ich mag diese Arbeit. Das, was ich hier tue, ist mein Metier. Und ich hoffe sehr, dass ich das hier weitermachen kann. Er wollte nicht länger rumsitzen, bis sein Antrag auf Asyl entschieden ist, macht hier ein Praktikum. Und die Fischer wollen ihn gern weiter beschäftigen. Für die jungen Leute aus der Region ist diese Arbeit wenig attraktiv. Sie gehen weg und wer bleibt, sucht einen Job mit Herausforderung. So wie Matthäus, der im Internet, der neuen Kehkante der Fischer, den gerade gefangenen Fisch verkauft. Ich hatte auch Auswahl, aber ich habe mich eben bewusst für meine Heimatregion, eben Mecklenburg-Vorpommern, entschieden, weil man sich hier zu Hause fühlt, ne?
Viele seiner meist älteren Kollegen stehen kurz vor der Rente. Und das ist ein Problem im ganzen Landkreis. Das wird eine ganz große Herausforderung für die Arbeitgeber. Wir verlieren 20% der Menschen, die jetzt in Beschäftigung sind. Und dieser wird durch die Schulabgänger, die in dieser Region sind, in keinster Weise zu decken sein. Zum Beispiel in Neubrandenburg. Auch wenn gemütliches Dampfen am Arbeitsplatz hier erlaubt ist, der Hersteller von E-Zigaretten Ricardo findet einfach nicht genügend Fachkräfte. Aktuell sucht er 10 Mitarbeiter für Verpackung, Vertrieb und Produktion. Wenn ich die Arbeitskräfte so nicht bekomme, dann müssen es halt am Ende Maschinen machen. Es fallen dann sicherlich in Teilbereichen auch irgendwann mal Arbeitsplätze weg. Oder ich setze sie in eine andere Abteilung ein, aber ich werde dann sicherlich in die Automatisierung gehen müssen. Eine notwendige Konsequenz, die bei den Müritzfischern nicht so ganz einfach umzusetzen ist. Wenn die Frauen, die hier seit 25 Jahren den Fisch zerlegen, in Rente gehen, dann fehlen Fachkräfte. Sedat ahnt, dass hier seine Chance wäre, denn es gibt einfach zu wenig Bewerber für diese Jobs. Nachwuchskräfte hier reinzuholen bei uns in der Manufaktur ist extrem schwierig. Erstens scheuen sich die jungen Damen und auch Herren vor der anstrengenden Arbeit, es ist kalt, das mit dem Fisch ist nicht jedermanns Sache. Die Müritzfischer würden Sedat sofort einstellen, aber noch darf er nicht offiziell arbeiten. Um junge Fachkräfte aus der Region zu binden, müssen sich die Fischer was einfallen lassen. Im neuen Fischkaufhaus bedient eine gelernte Hotelfachfrau. Sie schätzt die attraktiven Arbeitszeiten. Arbeit gibt es hier in der Fischerei, in der Region auf jeden Fall. Wir sind ja nicht umsonst das Land der 1000 Seen. Ja, und diese sind zu befischen. Eine Zukunft haben die heimischen Fischer nur, wenn sie neue Wege gehen und jungen Mitarbeitern eine Arbeit mit Perspektive bieten. Der Ölpreis war heute das Thema an den Finanzmärkten. Die OPEC hat sich erstmals seit 2008 auf eine Drosselung der Ölförderung verständigt. Ein großer Erfolg, sagte der Ölminister aus Katar. Durch das Überangebot war der Ölpreis massiv gefallen und wird nun Valerie Haller in Frankfurt wohl wieder anziehen, oder? Ja, der Ölpreis hat ja sogar schon stark angezogen. Die Verbraucher werden es auch bestimmt an den Zapfsäulen schnell merken. Ja, aber ob der Ölpreis dauerhaft steigt, das ist dann doch fraglich. Unklar ist nämlich zum Beispiel, ob alle Länder sich an diese Vereinbarung halten. Und noch wichtiger, ob die neuen gedrosselten Förderquoten auch wirklich reichen. Denn zu einem großen Schritt konnte sich die OPEC nicht durchringen. Sie will die Ölförderung um 3,7% pro Tag drosseln. Nicht gerade viel. Immerhin, Russland als wichtigstes Ölland außerhalb des Kartells will mitziehen und auch weniger fördern. Der Ölpreis reagierte auf die Nachricht prompt, schießt um 11% in die Höhe. Ölhändler freuen sich eben über die überraschende Einigung. Die OPEC ist in der Sache zerstritten. Daher ist die heute beschlossene Quote für sie ein Erfolg. Sie stand unter hohem Druck. Der Ölpreis hat sich seit 2014 fast halbiert und macht dabei zunehmend auch den traditionellen Ölförderländern zu schaffen. Der höhere Ölpreis treibt zwar die Aktien großer Energiekonzerne, doch für den DAX reichte das nicht. Er legt kaum zu. Gut möglich, dass die OPEC in naher Zukunft die Quoten noch mal senken muss, wenn sie wirklich dauerhaft die Ölpreise hochtreiben will. Denn diese Vereinbarung gilt auch nur für ein halbes Jahr. Vielen Dank, Valerie. In Berlin ist am Abend einer der bedeutendsten Wissenschaftspreise verliehen worden, der Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Ausgezeichnet wurden 3 Wissenschaftler von der Technischen Universität Dresden für die Entwicklung des neuen Baumaterials Carbonbeton. Damit könne langlebiger, umweltschonender und schöner gebaut werden, so die Begründung der Jury. Die Preisverleihung gleich im Anschluss an das Heute-Journal hier im ZDF. Die Gewinnzahlen vom Lotto-Mittwoch lauten diesmal 1, 10, 12, 19, 21, 47, Superzahl, 6 weitere Gewinnzahlen auf lottozdf.de und im ZDF-Text. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ist in seiner Geburtsstadt Wiesbaden von hunderten Fans begeistert empfangen worden. Der 31-Jährige genoss nach den ausgiebigen Feierlichkeiten in der weiten Welt den Besuch in der Heimat. Per Facebook hatte er sich selbst bei Wiesbadens Oberbürgermeister eingeladen. Und der war stolz. Rosberg ist der 3. deutsche Weltmeister in der Formel-1-Geschichte. Vor 125 Jahren wurde Otto Dix geboren. Der große Maler und Grafiker, der erbarmungslos das Finstere, Schmutzige, Bedrohliche in den Vordergrund stellte, so wie er die Welt sah. Im Ersten Weltkrieg, im berstenden Leben deutscher Großstädte der 20er Jahre. Hammerharte Sachlichkeit, schreibt jemand rückblickend über seinen Stil.
Dann kamen die Nazis. Die hassten, was Dix malte und wie, verboten ihm seine Kunst und seine Lehrtätigkeit, verbrannten seine Werke. Dix musste verschwinden und der Großstadtmensch floh ausgerechnet dahin, wo Deutschland paradiesisch ist, an dem Bodensee. Andere sehnen sich nach dieser Landschaft. Dix fühlte sich wie ausgesetzt, dahin verbannt, wo er und seine Kunst nichts werden konnten. Anfangs. Zum Kotzen schön hier, sagt Otto Dix, der Bodensee. Hierher katapultiert es den Großstadtmenschen Dix 1933, verdrängt von den Nationalsozialisten aus Dresden, gnadenlos in die Schönheit der Landschaft, an der er sich jetzt abarbeitet. Er konnte mit der Landschaft natürlich nichts anfangen, weil man kennt natürlich die klassischen Dix-Motive, die Großstadt, die Porträts, die Frauen, die Akte, die er porträtiert hat. Und jetzt war er plötzlich gefangen in der Landschaft. Otto Dix ist ein Mann der Extreme. Er ist Dandy und Prolet. Als Künstler sucht er die Schmerzpunkte der Existenz und findet sie auch. Er zeichnet den Moment der Geburt seines Sohnes 1927, so wie den Lustmord an einer Prostituierten. Der Trieb bewegt bei Dix alles. Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen zeigt alle Bilder seiner sonst eingelagerten Dix-Sammlung. Mehr als 400 Werke, nach Themen sortiert. Nicht wenige Bilder taugen für Skandale. Akte sind Dicks Inspirationen. Und wohl auch die Beziehung zu seiner Zweitfrau in Dresden, von Käthe König, macht er in den 60er Jahren erotische Zeichnungen. Ehefrau Martha und seine Familie gehören in das Leben am Bodensee. Mit Erotik macht sich Dick selbst an seine heiligen Bilder. In der Bibel finden sich alle Abgründe, glaubt er. Sie haben eigentlich dieselbe sinnliche Formensprache, auch wenn es darum geht, ums Sterben, tatsächlich ums Sterben auf dem Schlachtfeld. Also wenn Sie die Radierung anschauen, zum Beispiel aus der Kriegsmappe, dann können Sie das sehr gut sehen, dass es da eine ganz ähnliche, verwandte Wahrnehmung gibt von diesen Extremsituationen. Die berühmten Kriegsradierungen sind von 1924, wie ein brutales Vorzeigen all dessen, was er und die Soldaten des Ersten Weltkriegs in Flanderns Schützengräben zu sehen bekommen. Und Dix will es sehen, meldet sich freiwillig. Es war für ihn schon ein sehr großer Anreiz, in diesen Krieg zu gehen. Und ihn hat natürlich diese menschliche Extremsituation interessiert, wo es um Leben und Tod, wo es wirklich um diese Existenzerfahrung ging. Und dann der Bodensee. Kein Aufputschmittel, zu viel Idylle. Vom frühen Wüstenexpressionismus des heiligen Georg von 1915 findet Dix in einen späten, in den 50ern, der heilige Martin. Die Ausstellung führt all das zusammen. Man spürt, wie Dix hier gekämpft haben muss. Ab Freitag und dann bis 17. April ist die Ausstellung ein Grund mehr, an den Bodensee zu fahren, dann speziell nach Friedrichshafen. Die Nachrichtenwache übernehmen nun die Kollegen von Heute Plus. Eva-Maria Lemke meldet sich gegen 1 Uhr. Tschüss. Bis morgen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Erst am Wochenende wird es für uns alle wieder sonnig. Vorher kommt die Luft von der Nordsee. Die ist feucht, hat auch Regen im Gepäck. Und zieht so von Nordwesten über den Norden und Osten Deutschlands. Dabei kann es am Erzgebirge zum Teil schneien, aber ansonsten bleibt es im Westen und im Süden weitgehend trocken. Es taut Norddeutschland auf, Höchsttemperaturen 5 bis 10 Grad. Morgen dort schon, auch Osteuropa wird schon wieder milder. Kalt ist es in Skandinavien mit minus 10 Grad im Norden Höchsttemperatur. Und am wärmsten im Süden von Portugal und Spanien mit knapp 20 Grad. Frostfrei bleibt die Nacht in Norddeutschland. 2 bis 7 Grad sind es morgen früh. Sonst haben wir den leichten Frost von den Mittelgebirgen bis zu den Alpen. 0 bis minus 5 Grad. Und auch tagsüber oder dazu wird es dann eben regnen in Norddeutschland. Wir haben Schneefall in dieser Nacht am Erzgebirge, östliches Sachsen zum Teil. Und morgen früh Glatteisregen zum Teil in Hessen. In Süddeutschland bleibt es trocken und zum Teil haben wir dort den klaren Himmel. Tagsüber dann auch dort trocken mit ein bisschen Sonne, so im Allgäu und im Schwarzwald in Norddeutschland. Weiterer Regen, Schwerpunkt östlich der Elbe mit Schnee am Erzgebirge oberhalb von 600 Metern. Und es wird ein starker Wind, stürmisch an den Küsten aus Nordwesten abends an der Ostsee. Und die Temperaturen mit dem vielen Wind im Norden schon wieder mild, 6 bis 10 Grad, im Süden sind es 1 bis 7 Grad. Und am Freitag wird es von Norddeutschland her schon wieder freundlicher. Sonst noch Regen und Schnee und am Wochenende sonnig, aber eben auch schon wieder kälter. Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.